14. Wie alt ist man denn mit 14? Football Moments. Es gibt ein richtig cooles Video. Da ist die Musik, das ist es, glaube ich. Freunde, das Video vor 5 Monaten, 8,2 Millionen. An die treuen Zuschauer, was macht ein gutes Video aus? Was macht ein gutes Video aus? Die Musik, Chat. Ihr sagt es. Die Musik macht das Video aus. Super Lied hier. Ich finde das so geil, wenn sie sich... Also an alle, die sowas nicht fühlen, die sagen, oh, sowas ist doch voll unsportlich und sowas gehört nicht im Fußball. Genau sowas gehört auch zum Fußball. Genau sowas gehört auch zum Fußball. Wo die sich so anpöbeln und so. Das, oder sich mal ein bisschen Härte zeigen. Jetzt so rassistische Beleidigungen und so, sowas nicht. Aber mal so eine Sense. Jemanden mal hüfthoch umgrätschen, was denn? Sind wir hier im Tanzverein? Sehe ich so aus, als wenn ich bin hier, um einen Freund zu finden? Nein. Das ist geil, sowas, Chat. Also alles, was so, wo die jetzt sich jetzt nicht verletzen und sowas. Aber wenn die sich so ein bisschen anmachen, finde ich geil. So rassistisch und so, Schmutz. So ein gutes Video, Chat. Ja, was denn, Ante? Hä? Kannst zurück nach Paris. Ja, was los, Marquinhos? So ein gutes Lied, Chat. Cristiano Ronaldo. Ja, was denn? So geil. Das war das ekelhafteste Spiel. Guck mal, also wirklich, Atletico ist die größte Mannschaft. Was denn los? Nicht mal schlimm. Messi keine Bogenspannung, großer. Was denn? Keine Bogenspannung. This is not good. This. Oh no. Look at this. Let's see what catches the elbow of Marcelo. It looks an actual roll, but it catches him plumb in the face. Looks like his mouth or teeth. This kick. Firmino coming out to remonstrate with Holgate. Oh my dreckiges Spiel. Als ob das dreckig lol. Ramos desde que tenía 12 años le pateaba él los penales. Diego Costa, divisiones inferiores. Diego Costa ist so ein mit Fans damals, oh mein Gott, Chat, die Fans im Hintergrund, ne? Das merke ich jetzt erst, wie geil das mit Fans auch war. Del Sevilla prácticamente con más de 40 goles. Pero hace el pegado potencia. Sí, no la Was ist das? Digga, das war das krasseste, was ich je... Also, das ist der noch Schiri? Guckt euch das jetzt mal an, Freunde. Der Schiri, kann mal passieren, läuft gegen den Spieler. Guck mal, was der Schiri macht. War aus Versehen, glaube ich. Guck mal jetzt. Digga, er tritt ihn einfach. Ist der dumm? Dann gibt er ihn einfach rot. Hä? Digga, das war so lost. Cam davor, oh. Guck mal jetzt bitte. Er tritt einfach nach und gibt dem Mann eine Rote. Gesundheit. Danke. War ein guter. Gesundheit. Suarez ist auch Freunde. Suarez und Diego Costa. Wirklich. Das sind zwei Stürmer und die spielen auch noch im gleichen Verein. Oder ist Diego Costa gewechselt? Nein, oder? So eine krasse Schwalbe. Junge. Esce con cartellino giallo per Douglas Costa. Chef, wo spielt jetzt eigentlich Sami Khedira? Costa hat seinen Vertrag aufgelöst. Wo? Bei Atletico? Was redet ihr? Hilfe! Khedira ist verletzt und Costa hat seinen Vertrag aufgelöst. Okay. Alla fine del primo minuto di recupero. Junge. Vediamo il tutto. Lo scontro tra Douglas Costa e Di Fran.
Harry Maguire. But that Buka. That's the one thing that I've seen from this time, and I love this. That's an unequal contest, isn't it? James Rodriguez. Ah, 지금. 자, 지성용 선수가. King Song Win. 지금 얼굴 안 건드렸는데 얼굴을 감싸줬거든요. 어쨌든 이런 충돌은 좋진 않습니다. 내 레스터 와 이제. 아. 아수. Naja, ich verstehe manchmal Ramos nicht, ne? Achso, doch, ich verstehe. Mourinho ist auch so ein Mourinho wäre eigentlich, Chat, der perfekte Coach für Atletico Madrid wäre wirklich Mourinho, ne? Wäre wirklich Mourinho. Das war halt... Sind schon alles Arschkinder? Ach so. Vor die Eibers auch ein Ach so. Junge. Wow. Rot? Achso! Opa, danke für deinen Sub. Digga, das ist... Also wer so... Das ist geisteskrank. Das war in der Premier League, nee, zweite Liga, ne? Das war Premier League, Chat. Erste Liga. Championship war das, ja. Was geht da ab, wirklich? Nee, ja, Greenwich damals vielleicht. Guck mal, was das war, erste Liga. Digga, was ist Robertson für ein Arsch, Junge? Was, der ist zum vierten Mal in dem Video oder so. Aber das war nicht mit Absicht. Das war safe nicht mit Absicht. Das war auch nicht mit Absicht. Er war auch nicht so schlimm, finde ich. Das war schon rattig. Atletico halt, ne? Oder das ist Barca. Paris. Das war auch nicht mit Absicht. Das sind halt unglückliche Situationen, finde ich persönlich. Auch mal drüber halten. Das ist halt, ja, passiert im Fußball. Ist auch noch nicht schlimm, das ist schlimm. Rot. Ich fand Sokrates so gut bei Dortmund früher. Ja, kein Mbappé. Das war lächerlich. Dafür, Freunde, hat Ronaldo gelb-rot bekommen. Das war das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Er macht ein Tor, bekommt eine gelbe Karte, weil er sein Trikot ausgezogen hat. Läuft, es steht unentschieden, läuft auf das Tor zu von Barca und bekommt dafür als Schwalbe gelb und dann eine rote Karte. Das war lächerlich. Und 6 Spiele Sperre.
Also wirklich, Chat. Wer hat die denn verarscht? Der hat dafür eine Schwalbe bekommen. Schwalbe. Und dann gelb-rot. Digga, das ist... Das war ganz, ganz schlimm. Okay. Guck mal nach dem Tor, der eine. Guck mal nach dem Tor, was er macht. Sieht man das noch? Nee. Noch ein so ein Ding, Chat. Bei meinem Richard. Und der Mann hat ein Problem. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Ich hatte einen kompletten Dachschaden. Robertson hat Berlin-Verbot. Der Mann hat so krass Berlin-Verbot. Digga, er ist wirklich in jedem, er ist in fast jeder Situation, ne? Was will Robertson? Ich lüge nicht, das ist das 6. Mal oder so, dass er in dem Video drin ist. Ciao. Ja, okay, Schalke Derby, Revier Derby, was denn? Damals noch mit Julian Weigel. Damals war Schalke noch nicht ganz so scheiße. Die waren sogar gut damals. Burgstaller, Digga. Ich habe heute ein Foto gesehen, da hat man den Schalke-Kader von damals gesehen, da hatten die einfach Raul, Draxler, Huntelaar, Fafan. Die hatten eine richtig gute Mannschaft, Chat, ne? Ich weiß nicht, Eli, der Eierkopf, noch ein bisschen. Achso! Robertson is a disgraceful player. I don't even like Messi, but the way we treat Messi is really disgraceful. Image, if Robertson tries doing something to people or Zlatan, boys gonna get clapped. Ich lüge nicht, stell dir vor, Robertson versucht sowas bei Ibrahimovic oder so. Everything has changed. Every day.